Eins, zwei.
Check die Logs für weitere Informationen. Fehler. Check die Logs für weitere Informationen. Thank you.
Befehle. Check die Logs für weitere Informationen. Eins, zwei, eins, zwei.
Da habe ich natürlich das Wichtigste vergessen hier. So, spawnen wir mal alle Fahrzeuge neu. Das ist eigentlich fast mit Abstand das Nervigste, was man täglich machen muss. Dass es kein Einspawn-Knopf gibt, weil man jedes scheiß Fahrzeug einzeln spawnen muss. Nein, die Skripter sagen, man kann ja das Fahrzeug einzeln brauchen, so wie spawnen, was man gerade braucht. Aber ich sag mal so, ne? Wenn du genau dieses eine Fahrzeug haben möchtest. Da weiß nicht was. Guck mal, wie viele Premiere hier drin sind. Ich weiß noch nicht, welchen Premiere ich gerade brauche. Zum Beispiel, einen Kofferraum aufzumachen. Das weiß ich nicht. Deswegen spawne ich alle am Anfang, damit ich nachher nicht so viele hohe Respawn-Kosten habe. Erstes Mal ist kostenlos, zweite Mal kostet $250. Und das ist auf Dauer bei diesen vielen Fahrzeugen ziemlich viel. Gut. Ich hoffe, ich bin noch im richtigen Modus drin. Ah, sieht ganz vernünftig aus. Gut. Ich wurde das letztens befördert, und zwar zum Section Chief, Rang 4. Das war erst gestern. Kann ich jetzt auch endlich die Fahrzeuge respawnen. Ah, ich nehme das heile. Nein, ich nehme das heile Fahrzeug. So. Natürlich nichts vorbereitet hier, ne? Nein. Okay. So. Den Ton habe ich gerade irgendwie nicht an.
müsstet ihr aber hören. Sieht doch ganz vernünftig aus, ne? Auch sieht ganz vernünftig aus, ja. Hier ist der Chat ein bisschen suboptimal. Ja, ist der Chat ist da lock. Die letzten zwei Zeilen des Logs immer. Ja, jetzt wollte ich nicht. Oh, okay. Fängt ja schon mal sehr schön an hier. Ein Überfall auf den Shop im Norden wurde gemeldet. Ich habe mich natürlich gar nicht vorbereitet. Ich hoffe mal, dass ich jetzt das relativ hinkriege. Das sieht doch nach, mir nach einem Fluchtfahrzeug aus. Sogar noch mit eingeschaltetem Motor, das ist sehr schön. Stellen wir mal irgendwo anders hin. Hauptsache nicht in der Nähe von denen. Wer macht denn hier? Das sieht man hier. Tuning Family. Das sind drei Leute. Drei Leute. So, Fluchtfahrzeug beschlagnahmt. Jetzt können die jedenfalls nicht mehr abhauen. Oh weh, der macht mit. Nein, der macht nicht mit. Ja, super. What the fuck? Ich wurde gesniped? Ja, zum Fick hatten von denen der Sniper. What the fuck? What the fuck, Alter, willst du mich verarschen? What the fuck? Ja, fängt ja schon mal sehr schön an. Mit rechnen aber noch nicht, Alter. Wer bitte hat einen Sniper von Zivilisten? Mein Handy ist ausgeschaltet. What the fuck, Alter? Da fängt sehr schön an. Ja, genau, kletter da drüber, genau da wollte ich's. Ach du Scheiße. What the fuck? Ja, vielleicht, ne? Killer 96W. Okay, sehr schön. Ich dachte, das passiert nicht manchmal auch. So, die Bushaltestelle hat es verdient.
Sieht man auch den Blitz am Meer. Shadow Falk, der alte Kompanier. Natürlich sehr schön. Ah, scheiße. Tausend verdiene ich jetzt, denn ich habe also eine Lohnerhöhung von 250 bekommen. 250 Dollar. Gut zu wissen, wie viel Geld habe ich eigentlich gerade auf dem Konto. 701.000. Ich glaube, ich muss noch ganz schnell, ganz dringend irgendwie an Geld kommen. Nehmen wir das Fahrzeug hier. So. Das ist nämlich gerade ein super Angebot für 1,7 Millionen. Ein ganzes Geschäft. Und vielleicht mit etwas Glück bekomme ich dieses Geschäft noch. Oh, was will der? Was will der? Weed. Perfekt. Wie viel habe ich? 24. Nee, warte. Erstmal rufe ich den aus. Habe ich 1 Dollar plus gemacht. Drei, sechs, eins. Dann fahre ich mal zum Jobben an den schön altbekannten, wie heißt es denn? Ach ja, hier bin ich gestorben. Nee. Ja, und das Motorrad ist weg. Das heißt, irgendwer hat von außen mich gesniped und das Motorrad wieder weggenommen. So ein Mist. Frage ich mal ganz kurz nach. Pizzajob sollte man eigentlich ganz gut verdienen, aber der ist so langweilig. Ah, hier habe ich kein Nitro, ja, super. Wo ist denn der Bauernjob? Da links. Ist übrigens überall rechts vor links. Es gibt keine Ampeln, keine anderen. Wenn man realistisch gesehen würde ich immer die Straße geben, die durchgezogen ist. Wäre auch einer meiner Vorschläge gewesen. Die habe ich noch nicht veröffentlicht. Hier zum Beispiel ist so eine weiße Linie, zwei weiße Linien, also klarer Fußgängerweg, dass diese Straße hier rechts, links Vorfahrt hätte und hier man bremsen müsste, dass quasi also eine Stopplinie ist. Genauso wie hier. Hier. Ich kürze mal ab. Dann sieht man hier direkt nicht, welche Straße Vorfahrt hat. So würde ich das immer sehen. Scheiße. An sich gefällt mir der Bauern ganz nett. Scheiße, wenn ich meine Karre nicht kaputt kriege. Ja, okay, weil schon kaputt. Weil hier ist kaum einer, aber da macht irgendwie mehr Spaß. Finde ich jetzt persönlich. Es gibt viele verschiedene Aufgaben. Es ist ein Drei-Wege-Job, genauso wie beim Kiesgrubenjob. Ich weiß, ich glaube, hier verdient man nicht so viel. Ja. Muss erstmal kurz gucken, wo diese Sachen wieder sind, wo man die anpflanzen kann.
Papier, ne? Ja, geht doch. Aus dem Grund wird mir noch Marker angezeigt, und zwar dort unten. Ich will nämlich mal bald unbedingt ein Geschäft aufmachen. Geil, das Ding dürfte nicht kaputt gehen da hinten. Ich weiß nicht, warum man manchmal das nicht setzen will. Jetzt hat er. Ja, jetzt hat er das so komisch. Jetzt bekomme ich hier erstmal gar nichts und dann fängt es hier erst an. Ja. Muss nämlich so ein Mindestabstand sein. Den ich ziemlich behindert finde. Ich kann ja auch wieder hier so machen. Eigentlich. Und eigentlich doch nicht. Ist eigentlich im Knast der gute alte Shadow Fighter? Ne, der hat sich noch gerettet. Weiß nicht, was das für ein böser Sound war. Ich nehme mal an, es war jetzt nicht so schlimm. Highway West, oh. Ja, ich weiß, wo das ist. Hier bei diesem Feld werde ich nie schlau. Der setzt die so komisch hin. Schau dich mal an. Gar nichts. Bei der ersten Reihe. Setzt die richtig komisch hin. Oh, das. Achso, das ist okay. Ah, okay. Bin ich zwar kein Freund davon, vor allem meine. Ups. Jetzt Schadensmittel. Müsste hier die nächste Reihe sein, aber das ist so schräg hier. Da wieder gar nichts, dann wird nichts. Hier wieder so richtig komisch. Ich nehme lieber das rechtere Feld da. Hier ist. Da sitzt die komisch, hier ist alles frei, aber setzt nichts. Deswegen machen das auch so viele nicht, weil es einfach hier komisch. Man kann, sieht kein System dahinter. Ich nehme das Feld dort, da sieht man deutlich die Reihen. Meistens funktionieren die. Tier. Naja. Ist immer so Glückssache. Gut. Angeblich soll ich das. Oh! Ich habe 3000 bekommen. Mir wurde gerade 1600 oder so etwas angezeigt. Ich habe also das Doppelte bekommen. Weil es da oben drauf steht. So, dieses Fahrzeug ist einfach übelst scheiße in der Lenkung. Da sieht man es. Ui. Erst bei der dritten Reihe jetzt wieder. So. Tisti fährt die ganze Zeit gerade bei dieser Mautstation da unten lang. Diese hier. Die Sterne, der hat, weiß jetzt gerade auch nicht mehr. Bin ja nicht im Dienst. Es müssten ja eigentlich gerade genügend Leute sich darum kümmern können. Weil man in meinem Staat nicht so viel verlangen darf. Ich meine, jetzt jobbe ich einmal, weil ich ein gutes Angebot auf Exway gefunden habe, ein bisschen Geld brauche. Sonst bin ich immer im Dienst. Die anderen haben nichts besseres zu tun, als nur zu jobben, weil man verdient relativ wenig. Böse Fraktionisten haben halt auch den sehr großen Vorteil, die können Auszahlungen machen, wir nicht.
Vor kurzem waren wir noch pleite, jetzt haben wir schon 2,3 Millionen, können aber natürlich leider keine Auszahlungen machen. Verstehe ich auch ansonsten. Weil im Gegensatz zu bösen Fraktionisten verdienen Staatsfraktionisten einfach so, sage ich mal, ne? Halt dafür, dass man böse Leute verhaftet und die mit Kaution rauskommen, man stellt Tickets raus, aber es liegt einfach daran, weil die Leute zu blöd sind und sie mal straffällig wären. Böse Fraktionisten müssen halt, sage ich mal, das Geld mühselig erarbeiten, indem man Leute ausraubt, Geschäfte aus WT oder etwas, Drogen verkaufen oder sonst was. Und dann sage ich mal so, dass es ja für die anstrengender ist, an das Geld zu kommen als bei uns. Wir können Blitzer aufstellen und dann machen die das von sich alleine. Blitzer sind übrigens die Haupteinnahmequelle des Staates, was eigentlich ziemlich heftig ist. Wir können, ja, gut, es gibt jetzt die Asservatenkammer noch. Das heißt, wenn wir Waffen beschlagnahmen, wenn wir im Dienst sind, können wir beschlagnahmen, haben wir automatisch die Waffen. Und dann leert ein Lieder diese Kammer, wo die ganzen Waffen drin sind. Und dann verdienen wir die Hälfte des Geldes, was die Waffen eigentlich wert sind. Also die Hälfte des Wertes verdienen wir dann in die Kasse. Deswegen sind wir auch erstmal wieder im Positiven. Zwar sogar jetzt endlich mal bei der 2-Millionen-Marke, auch wenn das im Vergleich zum Serverstart, wo wir sogar 10 Millionen oder so etwas hatten, nichts ist. Ja, besser als dass wir Geld einsetzen müssen, damit wir überhaupt irgendetwas machen können. Das war nämlich letztens der Fall. Die Pay-Defs waren so gering, wir waren auf Minimum-Pay, dass es ging nicht mehr niedriger. Und wir waren pleite. Es muss administrativ Geld ein bisschen draufgesetzt werden und sogar einige Leute haben freilich mit ihrem privaten Geld, was die Kasse einbezahlt, was niemals wieder zurückbekommen werden. Ich weiß gerade nicht, was hier falsch ist. Damit wir jedenfalls irgendetwas machen können, damit wir jedenfalls Taser oder sonst was bekommen. Taser sind, glaube ich, kostenlos. Um die Leute hier zu verhaften. Das ist echt schlimm gewesen. So. Bin jetzt mal riesig gespannt, ob das jetzt wirklich 812 Dollar sind, Einkommen bisher, oder ob das jetzt verdoppelt wird. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich mehr Geld bekommen habe, viel mehr Geld bekommen habe als eigentlich. Und das nehme ich jetzt auch noch kurz mit. Nein, ich war ja nicht komplett drin, ne? Hallo? Okay. 994. Ich bin schlecht in Mathe, mal gucken, wie viel mehr ich jetzt bekomme. Bäm. 994, 2088. Einen wunderschönen guten Tag. K-Level 6, ich glaube, ich habe nur 5. Ja. Ist ja eigentlich easy money. Weil wenn du einfach ein höheres Level hast, kannst du dir einfach sagen, okay, ich kaufe das Auto, dafür will ich jetzt 1000 Dollar mehr haben. Ja, 5000.